Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Kürzlich hatte ich ein Video veröffentlicht, Minimalismus im Bad. Da ging es eben um Körperpflege, so wenig wie möglich, plastikfrei wie möglich und so natürlich wie möglich. Und da gab es auch einige Nachfragen zu einigen selbstgemachten Körperpflegeprodukten. Und da habe ich mir gedacht, dem möchte ich natürlich gleich nachkommen und euch in diesem Video zeigen, wie ich unsere Zahnpasta herstelle, wie ich Körperbutter herstelle und wie ich Deo herstelle. Wir fangen gleich mit der Zahnpasta an, mit selbstgemachter Zahnpasta. Ich stelle zwei verschiedene Zahnpasten her, eine für mich, eine für meine Jungs. Die Hauptzutat dieser Zahnpasten ist Kokosöl in Rohkostqualität. Für mich kommt dann noch gemahlener Kurkuma, also Kurkuma-Pulver dazu, für meine Jungs gemahlenen Birkenzucker und oftmals noch ein ätherisches Öl, für meinen jüngsten Orangenöl und für meinen großen Pfefferminzöl. Und diese beiden Rezepte, die stelle ich schon so seit knapp 6 Jahren her. Damit putzen wir uns hauptsächlich die Zähne und sind sehr, sehr zufrieden damit. Kokosöl solle eine antibakterielle Wirkung haben und auch sehr gut eben für die Zahnpflege geeignet sein. Wenn wir auf Reisen oder unterwegs sind, dann nutzen wir gerne Zahnpulver. Da gibt es zum Beispiel ganz tolle Zahnpulver von Lebenskraft Pur. Die hat die ganzheitliche Zahnmedizinerin Dr. Karin Bender-Gonser entwickelt, auch aus wenigen Zutaten, die man auch alle essen kann. Da gibt es verschiedene Zahnpulver, auch für Kinder. Und meine Kinder sind davon auch ganz begeistert. Aber vorwiegend nutzen wir die selbstgemachte Zahnpasta. Und jetzt kommt für euch das Rezept, beziehungsweise die beiden Rezepte. Das sind die Zutaten für die alternative, einfache Zahnpasta, beziehungsweise für die Zahnpasten. Ich stelle ja aus diesen drei Zutaten zwei verschiedene Zahnpasten her. Wir benötigen Kokosöl. Am besten kaltgepresstes Kokosöl. Wir benötigen Birkenzucker, Xylit, am besten fein gemahlen. Und wir benötigen Kurkuma, gemahlenes Kurkuma-Pulver. Ihr seht, der Birkenzucker hat eine kristalline Gestalt. Für dieses Rezept benötigen wir gemahlenen Birkenzucker. Ich mahle immer eine bestimmte Menge Birkenzucker fein und bewahre ihn in einem Glas auf. Und wenn ich dann Zahnpasta zubereite oder gemahlenen Birkenzucker für ein anderes Rezept benötige, dann habe ich immer gleich gemahlenen Birkenzucker parat. Ich stelle jetzt die Zahnpasta für meinen Ältesten her. Ich habe hier ca. 60 Gramm Kokosöl. Das verflüssige ich in einem warmen Wasserbad und nehme davon ca. 8 bis 10 Esslöffel. Und dazu gebe ich 2 gemahlene Teelöffel Birkenzucker. Mein Ältester liebt Pfefferminz, deswegen gebe ich oft gern noch einen Tropfen ätherisches Pfefferminzöl dazu. Das Kokosöl ist verflüssigt. Ich gebe ca. 8 Esslöffel in ein kleineres Schraubglas. Zu diesem Kokosöl kommt dann der gemahlene Birkenzucker und ein Tropfen Pfefferminzöl. Und dann wird das Ganze einfach gut verrührt. Die Zahnpasta ist jetzt fast fertig, sie muss jetzt nur noch härten, ein bisschen fester werden. Es ist auch ganz gut, während dieses Vorgangs die Zahnpasta ab und zu umzurühren, damit sich der Birkenzucker nicht unten am Boden festsetzt. Ich würde euch auch raten, die Zahnpasta nur in kleinen Mengen zuzubereiten, damit die Zahnpasta nicht nach ein paar Wochen oder Monaten ranzig schmeckt. Als nächstes stelle ich die Zahnpasta her, die ich schon seit einigen Jahren mit großer Zufriedenheit nutze. Meine Zahnpasta besteht nur aus 2 natürlichen Zutaten, kaltgepresstes Kokosöl und Kurkuma-Pulver. In der rechten Schüssel befinden sich ca. 4 Esslöffel flüssiges Kokosöl und dazu kommen 4 Teelöffel Kurkuma-Pulver. Ich mische die Zahnpasta gleich wieder in meinem Zahnpastaglas, gebe das Kokosöl hinein und dann das Kurkuma-Pulver. Dann das Ganze gründlich umrühren und fertig ist diese einfache, natürliche Zahnpasta. Die muss natürlich jetzt auch noch ein bisschen aushärten und auch hier gilt beim Aushärten immer mal umrühren, damit das Kurkuma-Pulver sich nicht am Boden absetzt. Wem das Rezept vielleicht jetzt ein bisschen zu fad erscheint, der kann dazu noch 2 Teelöffel gemahlenen Birkenzucker geben und ein beliebiges Tropfen ätherisches Öl. Ich möchte noch erwähnen, dass Menschen mit Zahnersatz bei Kurkuma-Pulver vorsichtig sein müssen. Eventuell ist diese Zahnpasta nicht geeignet, weil Kurkuma den Zahnersatz gelb färben kann. So sehen die festen Zahnpasten
dann aus. Vor einigen Jahren habe ich schon die beiden Rezepte hier auf YouTube veröffentlicht. Mittlerweile sind ja auch viele neue Zuschauer hinzugekommen, die sich vielleicht für alternative Zahnpflege interessieren und diese beiden Rezepte jetzt willkommen heißen. Als nächstes stelle ich euch das Rezept für ein alternatives Deo auch aus nur zwei Zutaten zu. Ihr benötigt dazu wieder Kokosöl in Rohkostqualität, Natron und ein ätherisches Öl eurer Wahl, wenn ihr mögt. Los geht's mit dem Rezept. Dafür benötigen wir kaltgepresstes Kokosöl und Natron und ein ätherisches Öl. Für das Deo benötigen wir 100 Gramm Kokosöl, 30 Gramm feines Natronpulver und ein beliebiges ätherisches Öl. Ich verwende dazu zum Beispiel gern Lavendel oder Zedernholz. Als erstes wird das Kokosöl wieder in einem Wasserbad verflüssigt. Das Kokosöl ist flüssig, ich gebe das wieder in ein Glasgefäß. Dazu kommt dann das Natron und 5 Tropfen ätherisches Öl. Ich entscheide mich für Zedernholz. Das Ganze jetzt umrühren, gründlich umrühren. Und auch hier gilt, während des Erhärtens ab und zu mal umrühren, damit sich das Natron nicht unten am Boden festsetzt. Das Deo ist fest und für den Einsatz bereit. Wie wird das natürliche Deo jetzt eigentlich verwendet? Einfach ein bisschen Deo mit den Fingern aus dem Glas nehmen, ein bisschen zwischen den Handflächen oder zwischen den Fingern zerreiben und unter die Achseln geben und dort verreiben. Das Deo wirkt wirklich ausgesprochen gut, obwohl es nur aus diesen 2, maximal 3 Zutaten besteht und hat wirklich eine langanhaltende Wirkung. Das kann man immer wieder in diversen Erfahrungsberichten nachlesen. Ich möchte allerdings nicht unerwähnt lassen, wenn man die Ernährung umstellt, auch auf eine gewisse Entgiftung achtet und so natürlich und einfach wie möglich ist, dann verändert sich auch der Körpergeruch, sodass man kein Deo mehr unbedingt benötigt. Zum Schluss gibt es für euch das Rezept für die Körperbutter. Das ist aber kein eigenes Rezept von mir, sondern das habe ich bei der Maria von Morawfood gefunden. Sie hat auch einen YouTube-Kanal, das verlinke ich oben in den Infokarten. Ich meine, sie hat dazu ein Rezeptvideo gemacht und einen Blogartikel. Ich glaube aber auch, dass das Rezept nicht von ihr persönlich ist, sondern von jemand anders. Und sie hat es so für gut befunden, dass sie das selber mit in ihr Repertoire, in ihr Rezeptrepertoire für die Körperpflege mit aufgenommen hat. Und ich habe es dann probiert und habe das auch für genial befunden und habe es aber noch ein bisschen abgewandelt. Dieses Rezept für die Körperbutter besteht aus Kakaobutter, Hanföl, Mandelöl und ich habe noch Aprikosenkernöl genommen. Ich glaube, die Maria hat ein anderes Öl genommen, was ich aber nicht zur Verfügung hatte und habe einfach das Aprikosenkernöl dafür verwendet. Und dann kommen noch ätherische Öle, je nach Belieben, dazu. Jetzt folgt das Rezept. Diese Zutaten benötigen wir für die Körperbutter, für die Körperlotion. Die Hauptzutat ist Kakaobutter. In unserer Küche haben wir 2 verschiedene Arten von Kakaobutter. Einmal Kakaobutter in Rohkostqualität von Keimling und Kakaobutter von Süß und Clever. Und ich habe bis jetzt mit beiden Kakaobuttersorten diese Körperbutter gemacht. Dann benötigen wir noch Hanföl, Mandelöl, Aprikosenkernöl und je nach Wunsch verschiedene ätherische Öle. Hier seht ihr die Kakaobuttersorten, links die Kakaobutterplättchen von Süß und Clever und rechts die Kakaobutterstücke, kleine Kakaobutterstücke von Keimling. In jeder Schüssel befinden sich 125 Gramm. Als erstes wird die Kakaobutter in einem warmen Wasserbad verflüssigt. Für das Rezept benötigen wir 125 Gramm flüssige Kakaobutter, 60 Milliliter Hanföl, 50 Milliliter Mandelöl und ca. 10 Milliliter Aprikosenkernöl und je nach Wunsch einige Tropfen ätherisches Öl. Für das Zusammenrühren der Körperbutter, der Körperlotion, verwende ich einen Messbecher, weil die Körperbutter nach dem Erhärten dann noch mit einem Pürierstab bearbeitet wird. Also gebe ich jetzt alle flüssigen Zutaten einschließlich einiger Tropfen ätherischem Öl in diesen Messbecher. Gut verrühren und dann das Ganze erkalten lassen. Die öligen Zutaten jetzt gut verrühren und die Körperbutter fast fest werden lassen.
Die Körperbutter, die Körperlotion ist jetzt schon fast erhärtet und jetzt werde ich diese Masse einfach nochmal mit einem Pürierstab pürieren. Fertig ist die Körperbutter bzw. die Körperlotion. Ich würde euch empfehlen, die Körperbutter in zwei verschiedene Gefäße zu füllen, in ein kleineres fürs Bad und in ein größeres für den Kühlschrank. So hält die Körperbutter länger frisch. Und wenn das kleinere Glas aufgebraucht ist, könnt ihr einfach das größere Glas aus dem Kühlschrank nehmen, das eine Weile bei Zimmertemperatur stehen lassen und dann könnt ihr dann einfach wieder einiges ins kleine Glas füllen und den Rest wieder in den Kühlschrank stellen. Ich verlinke euch natürlich die Zutaten, die ich für die Zahnpasta, für das Deo und für die Körperbutter verwende, unter diesem Video bzw. findet ihr die Links im ersten angepinnten Kommentar. Ich hoffe, ihr konntet euch Inspirierendes aus diesem Video mitnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Video einige Zuschauer dazu anregen würde, über alternative Körper- oder Zahnpflege nachzudenken und sogar ins Leben integrieren. Am besten so einfach und natürlich wie möglich Körper, Haare und Zähne pflegen. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Ganz viel Mut, ganz viel Kraft und Zuversicht für die nächste Zeit. Bis ganz bald, eure Silke.